das nach unten. Die Tanks hier sind eigentlich alle gar nicht da. Die sind nur dafür da, dass wir... warte. Dass wir irgendwo hin können mit dem Zeug. Und es passt. Jo, unser Überschusslager da. Du einfach so. So, und so können die halt alle mal runter. Ja, so. Tschuk. Dann machst du bitte lila. Steine. Stimmt. Ich habe vergessen, den Abtransport der Steine zu machen. So nimmt er jetzt nämlich nur die Dinger da raus, die Steine bleiben über. So, das heißt, wir machen mit den Steinen Folgendes. Die schmeißen wir an der Seite raus. Das ist jetzt hier bei den Tanks ein bisschen doof. Oh komm, wir haben so viel Crystal Steine, das ist alles okay. Tank weg. So. Das heißt, wir brauchen jetzt intelligente Ärmchen, die jeweils die Steine rausholen. Und die Steine brauchten wir für eine Mineralwasserproduktion hier in der Nähe irgendwo. Ja, okay, also Stein runter. Und auch hier Stein runter. Und das kann dann damit draufwerfen. Das heißt, hier wäre jetzt Gold und das da. Oh, das war richtig, ne? Ich bin schon so mal preiswarnt, tut mir leid. Crusher. Dafür sogar noch ein Pole. So. Crusher, Crusher. Du machst dann jenes und dieses. Jetzt alles so, wie ich es gerne hätte. Also außer, dass Säure fehlt. Aber, ja. Okay, scheint okay zu sein. Das heißt, das kann alles weg. Ja, es sind zu viele Kristalle. Damit wir aber später kein Problem haben, dass die hier einfach so rumliegen, weil ein Gerogon sich darum nicht kümmern will, mache ich hier aber mal ein paar Kisten, wo wirklich nur die Kristalle reinkommen. So. Damit das dann nach und nach, ne, klappt. Gut. Nom, 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 nom. Können wir hier unten gleich eine Mineralwasserproduktion machen, ne? Also zwischen den Dingern und den Filtration Units. Das klingt gut. Mineralwasser war aus Mineral Water. War in Liquefiern. Ja, super. Wasser direkt haben wir da oben. Es ist richtig, dass es jetzt schon ganz schön viel runtergetrickelt wird. Also von der Produktion hier oben nach da unten. Es kann sein, dass dann später der nicht vorhandene Druck nicht so funktioniert, wie er nicht funktionieren sollte. Weil es den nicht gibt. Dann müssten wir halt von der Seite noch Wasser holen oder von vor Ort Wasserquellen. Aber ich denke mal, das haut schon hin. Das heißt, ich kann einfach hier jetzt... Ruhig ein bisschen Abstand, ne? Ja, komm. So, du machst jetzt bitte Mineralwasser, dafür kriegst du da dein Zeug.
Die sollten wir wirklich. Warte. Die sollten wirklich schneller arbeiten, weil die brauchen auch viel Stein. Ja, besser. Okay, jetzt brauchen wir hier nur noch Wasser. Und dann. Dann brauchen wir jetzt. Yeah. Was ist jetzt für das Blueprint doof? So sollte das eigentlich aussehen. Modifiziere das mal ganz kurz. Ich muss es danach ändern. Also jetzt merke. ich baue es nur einmal auf, damit es fürs Blueprint funktioniert. So, mach dann jetzt ein Blueprint davon. Okay, die Dinger passen dann nicht, aber das ist okay. Kristalle voll loswerden. Halt. Okay. Blueprint. New Blueprint. Und zwar von. Ja, okay. Von da oben. Bis da. Achso, ich habe keine Bots dabei. Ja, die wurden auch exaltiert. Jungs, raus mit euch. So, dann brauchen wir auch das, wir brauchen die Rohre, wir brauchen die Ärmchen, wir brauchen das, wir brauchen Crusher. Jetzt? Jo. Okay, und jetzt muss ich das hier wieder umbauen. Und zwar so, dass wir von hier drüben auch das Mineral rausbekommen, also von der Lebenslinie. Okay. Und jetzt. Oh. Doppelt gemoppelt, ha? Huh? Aber sieht besser aus. Sag ich nichts gegen. Ist okay. Na nur, ist da ein Weg? Achso, Altlasten. Weg mit Altlasten. Gut. Ist. Das hier angeschlossen. Ja, das da muss nicht angeschlossen werden. Das kann also weg. Ich hole mal von hier hinten Wasser. Das kann hier durchgehen, ne? Und weiter muss das gar nicht. Okay. Das können sollte so passen. Und warum arbeitet ihr jetzt nicht? Ja, wahrscheinlich, weil sie irgendwo wieder was staut, ne? Das war ja das Problem. Bei diesem System. Boah, es rödelt eigentlich immer was durch. So, hier stauen sich die Steine. Deswegen wird kein Blau verarbeitet. Die Steine stauen sich, weil da Purified Water drin ist. Was? Oh. Ja, da ist Mineralwasser. Oh, oh, oh. Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ja, natürlich. Oh. God.
Okay, ich muss die gesamte Mineralwasserversorgung für hier unten, die sehr wuselig ist. Oh, warte. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wo ist das Blueprint hiervon? Ich mache einfach, also ich nehme einfach das Blueprint, beides in der Hand, reiße dann alle Rohre ab und lasse sie dann von den Bots neu legen. Dann sind sie ja auch leer. Das da könnte sein. Und das gleiche mache ich hier. Überall, wo eigentlich Mineralwasser rein sollte, jetzt aber Purified Water drin ist, reiße ich ab. Da ist auch Purified Water drin. Da soll auch Purified Water sein. Ja, aber nirgendwo anders. Okay. Drüben ist immer schief gelaufen. Oh nee, warte. Das war so richtig. So, da soll Purified Water, da ist Purified Water, alles andere ist weg. Okay, go. Go. Mal gucken. Ja, es läuft nichts, also kann ich es nicht wirklich gut nachvollziehen. So. Steht wieder alles. Und sie arbeiten nicht, weil... nicht genug Mineralwasser da ist. Okay. Ja, das hier ist auch alles Murks jetzt, ne? Und das hätte ich vorher kappen müssen, bevor ich die ganzen Rohre neu mache. Das heißt, es könnte jetzt wieder hier drin irgendwo... oh, okay. Könnte hier dann wieder irgendwo ein Problem sein. Ist es aber anscheinend nicht. Okay. Das heißt, das ist schon mal nicht so super schlimm. Es musste jetzt... warum bist du schon wieder Purified Water? Ach so. Natürlich, weil in den Untergrundrohren auch noch Reste sein können. Auch da oben noch, ja. Vor wie ein Arzt der Tumore rausschneidet, das ist Hammer. Überall sind immer irgendwelche Reste. Okay, nur Mineralwasser. Alles Mineralwasser. Okay. Mineralwasser soll nach unten und zwar hier hin. Das heißt darunter. Und vorsichtshalber auch nochmal darunter. Darunter. Und darunter. Okay. So, arbeitet ihr jetzt alle verdammt nochmal? Gut. Nee, arbeitet ihr nicht. Die hier machen nichts, weil
Sieht keine. Ah ja, das ist alles jetzt Copy-Paste, deswegen müssen wir die Farben kurz ändern. Nehmen wir mal dich und dich. Nein. Dich und dich. So, hier fehlen jetzt noch Liquifier. Habe ich andere Liquifier dabei? Nein, ich glaube nicht. Gut, holen wir Liquifier, dann läuft das Ding hoffentlich. Wir bräuchten aber gleich noch eine Überschussanlage. Da ist Liquifier. Wir bräuchten eine Überschussanlage für Mineralwasser, weil ich glaube, es könnte zu viel werden. Es fehlt ein Liquifier. Naja, alles, was an Mineralwasser hier zu viel ist, kommt ja auch wieder über die Lebenslinie nach oben, ne? Wo auch immer hier das... Ah, was machen wir denn mit dem ganzen Benzingas und so? Das brauchen wir doch gar nicht mehr. Ja, mal gucken. Also ja, Mineralwasser kommt jetzt nach oben und wird nicht wirklich verbraucht, weil wir unseren Brennstoff nicht wirklich verbrauchen. Ich kann den natürlich einfach stauen. Irgendwann brauchen wir ihn schon. Wenn unsere Fabrik weiter so expandiert wie bisher. Es ist komisch, dass wir jetzt Probleme natürlich haben, dass wir zu wenig Strom verbrauchen. Aber na gut, aber na gut. Die Dinger werden das, ne? Das heißt, wir machen einfach so, so. Geht definitiv viel zu langsam. Besser. Nur kommen da gerade nur Fuel Blocks. Blöcks, genau. Könntest du nicht einfach die von rechts bitte nehmen zuerst? Du komisches Ärmchen. Mach ich das halt kurz so. Aber ich glaube, jetzt ist alles nämlich ordentlich sortiert. Nee, da kommen wieder falschseitige Dinge an. Aber auch die sollten ja eigentlich irgendwann aufgehoben werden. Ich mach's nicht, als ob ich hier nochmal eins sind. So, 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 so. Shift rechts, Shift links. Viel zu viele Viewblocks. Egal, es läuft. Wir haben jetzt einen größeren Puffer. Durch den größeren Puffer haben wir hoffentlich auch wieder mehr Mineralwasserverbrauch. Und sonst muss ich halt wirklich eine Void-Anlage bauen. Oder... Man kann mit Mineralwasser ja auch noch was anderes machen. Ich könnte dadurch das hier herstellen. Müssen wir mal unten schauen, wenn wir jetzt bei den Erzen noch wirklich ankommen, bei der Erzproduktion, ob wir nicht so einen kleinen Zusatzbooster machen. Also wir stellen durch das Crystal Slurry das Mineral Sludge her, mit dem Mineral Sludge die Erze. Und wenn wir eh Safrit oder Styratit Ore herstellen, dann können wir daneben vielleicht ein, zwei Gebäude bauen, die aus dem überschüssigen Mineralwasser, also das nur Mineralwasser nimmt, wenn in den Tanks davor über 80% drin ist, dass wir dann danach so ein bisschen boosten. Also nicht, um wirklich die Erze zu bekommen, die sind unwichtig, sondern einfach nur, damit das System hier nicht lahmlegt, weil zu viel Mineralwasser drin ist. Ja. Gut, also doch recht viel Umbau von bereits umgebautem Zeug. Aber es sollte langfristig so besser sein. Nächste Folge schaue ich mir nochmal an, was jetzt mit dem Schwefel nicht so ganz stimmt, weil das ist mir alles viel zu lahm hier. Weil von hier hinten kein Hydrogensulfid kommt, weil wir gar keine Hydrogensulfid-Produktion mehr haben, oder? Ja, hier haben wir aber mal so ein Untergrundrohr, das nirgendwo hinführt. Das kommt nämlich von den Brennstoffblöcken, die gar nicht mehr wirklich das machen, was sie machen sollten. Ja. Na gut, und von hier unten, da haben wir auch noch Hydrogensulfid als Abfallprodukt.
Genau, aber die arbeiten gerade nicht, weil die hier hinten nicht arbeiten, weil wir zu viele Kristalle haben. Ne? Gut. Und hier fehlt unbedingt noch Liquefier. Also solche Sachen würde ich ganz gerne irgendwie in den Griff bekommen, dass, wenn wir zu viel von etwas haben, dass dadurch was anderes nicht leidet. Das klingt irgendwie politisch. Nein, nein, nein. Einfach nur, ja, das Ganze ein bisschen besser laufen lassen. Und danach, wenn ich mir das ein bisschen alles genau angeguckt habe, gehen wir dann runter und gehen endlich auch in den Verbrauch von dem ganzen Crystal Slurry und so weiter. Weil die. Oh, wobei. Ja, hier haben wir auch irgendwie Probleme. Also, wenn die Kisten voll wären, dann wäre alles gut. Aber es sind weder die Kisten voll, noch arbeiten die Maschinen dazwischen. Das heißt, es sind auch viel zu viele Fehler zwischen hier und da oben. Die müssen erst behoben werden, bevor wir uns an die eigentliche Metallproduktion ranwagen können.